Hallo zusammen, guten Morgen, ihr zwei. Schön, dass ihr wieder Zeit habt, ein bisschen mit mir über den Ludwig zu sprechen. Wir wollen nochmal so die aktuellen Termine zusammenfassen und nochmal vermitteln, warum uns bestimmte Dinge wichtig sind. Regina, magst du den Aufschlag machen und uns ein bisschen was zum Workshop erzählen? 25.01., der Termin steht, ne? 100% digital, so haben wir es ja schon angekündigt. Genau, also der Workshop zum Thema Ludwig, wie präsentiere ich mich, wie bereite ich mich auf meinen Pitch vor? Das heißt, wir werden den Unternehmen zeigen, anhand von Beispielen, wie man so kurze Präsentationen erstellt, wie man das Wichtigste aus seinem Unternehmen, was man zeigen möchte, herauskristallisiert und auch noch so ein paar Tipps und Tricks dazu verraten, wie man in ein Mikrofon spricht, aber auch wie man die Präsentation erstellt. Also ruhig einschalten und daran teilnehmen, um das Thema Pitchen und damit die Vorbereitung für den Präsentationsabend zu lernen. Michael, magst du noch mal ganz kurz erzählen, wie wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben? Ja, wir haben in der Vergangenheit und wir werden sicherlich jetzt auch im Januar wieder so machen, dass wir als Ausrichter, als Partner, also IHK, Handwerkskammer, Sparkasse, Kreissparkasse, SC Lötters, eine kurze Präsentation dann eben auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir zeigen einfach, wie man mit dieser Zeit und mit diesen Folien hinkommen kann. Und das ist, denke ich mal, eine gute Vorlage für alle teilnehmenden Unternehmen. Und für die Unternehmen macht es eben auch Sinn, sich zu beteiligen, um einfach auf den Nominierungsabend sich vorzubereiten. Es ist kein Muss für alle Unternehmen, es ist ein freiwilliges Angebot, aber aus unserer Erfahrung ist es schon sinnvoll, dass man da teilnimmt, weil man eben auch das eine oder andere nochmal üben kann. Und der Nominierungsabend ist ja nicht mehr so lang weit weg. Genau, also das ist es, ne? Man senkt so ein bisschen das Lampenfieber an der Stelle. Und dann hast du mit der Ankündigung gerade schon einen tollen Übergang geschaffen. Der Nominierungsabend geplant für den 14. Februar. Wir haben, ne, mit allen Vorbereitungen schon angefangen. Die haben wir jetzt so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen und uns gerade darauf verständigt, dass wir den Termin verschieben wollen. Wir wollen den Nominierungsabend, und darüber sind wir uns einig, nicht digital stattfinden lassen und auch nicht hybrid. Ich glaube, das war uns allen sehr, sehr wichtig. Und deswegen sind wir aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen übereingekommen, den Nominierungsabend zu verschieben. Regina, was für einen Termin haben wir im Blick? Ja, man muss gar nicht sich groß umgewöhnen. Wir haben ja ursprünglich gesagt, 14. Februar. Wir springen einfach einen Monat weiter. Auch das ist wieder ein Montag. Montag, der 14. März. Montag, der 14. März. Gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit. Und wir werden darüber informieren und weitere Informationen den Nominierten zukommen lassen. Ich denke, es wird ein spannender Abend und ob der jetzt im Februar stattfindet oder im März, ist eigentlich egal. Wir wollen sicher, wir wollen live arbeiten und wir wollen deswegen auch Freude an dem Abend haben. Und deswegen der 14.3. Uhrzeit gleich. Wir starten pünktlich um 18 Uhr, also rechtzeitig da sein. Marlentes Theater, weitere Informationen werden noch folgen.